Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Fernsehschirmen, wir stehen hier kurz vor der Eröffnung des Opernballs und Tausende von Menschen freuen sich darauf, entweder hier im Haus, draußen vor den Bildschirmen. Der Opernball ist aber nicht nur ein Fest, wo man sich amüsiert und tanzt und Freude hat bis in den frühen Morgen. Der Opernball ist auch eine Art Staatsball. Die Bundesregierung ist hier, die Nationalratspräsidentin ist hier, ich als Bundespräsident bin hier und insofern bedauere ich es sehr, Ihnen sagen zu müssen, dass dieser Tag heute überschattet ist vom Tod von Sabine Oberhauser, der Bundesministerin. Ich habe sie noch vor wenigen Tagen im Krankenhaus besucht und Sie werden verstehen, dass mir dieser Tod sehr nahe geht. Sie war eine ungemein kompetente, fähige, sympathische Ministerin und mein Mitgefühl ist natürlich bei ihren Angehörigen zu Hause. Ich werde die Eröffnung des Balles mitmachen und freue mich auf diese Eröffnung. Aber Sie werden vielleicht verstehen, dass es damit für heute, für mich, naja, dass meine Gedanken bei Sabine Oberhauser sind. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Opernball ist ein Fest der Freude. Manchmal ist es aber so, dass einen das Leben auf den Boden der Realität zurückhält. Wohl so ein Tag ist leider heute mit Sabine Oberhauser. Verlieren wir nicht nur eine hervorragende Ministerin, sondern einen großartigen Menschen. Es ist unendlich traurig, dass Sabine heute nicht den Abend bei uns feiern kann. Ich bin davon überzeugt, sie hätte es geschätzt, wenn die Menschen trotzdem ihre Lebensfreude Ausdruck verleihen. Liebe Sabine, du wirst uns sehr fehlen. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, der Opernball ist ein Fest der Freude. Es ist der Ball der Republik Österreich. Manchmal ist es so, dass einen das Leben allerdings auf den Boden der Realität zurückholt. Und der heutige Abend ist leider nicht nur ein Tag der Freude, sondern auch für uns ein großer Tag der Trauer. Die Bundesministerin der Republik Österreich, Dr. Sabine Oberhauser, ist heute am Abend ihrer schweren Krankheit nach einem langen, unglaublich tapferen Kampf erlegen. Ich darf Sie bitten, diesen Abend in Ihrem Angedenken zu feiern. Wir haben mit Sabine Oberhauser nicht nur eine hervorragende Ministerin verloren, sondern auch einen großartigen Menschen voller Lebenslust und Lebensfreude. Ich bin davon überzeugt, dass Sie es schätzen würde, wenn Sie sich heute amüsieren im Gedenken an eine große Frau. Ich darf Sie bitten, diesen Tag der Trauer, diesen Moment der Trauer mit einer Minute des Gedenkens für unsere Kollegin und Freundin Sabine Oberhauser zu begehen. Danke.